Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Outdoor-Office. Ich bin Anton und bevor wir gleich einsteigen mit Sondo, die perfekte Gesundheit, möchte ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Es tut mir sehr leid, dass ich anfangs vor den Videos immer etwas verkniffen da sitze. Die Sache hat zweierlei Gründe. Und zwar habe ich zwei liebreizende Babys zu Hause, die ganz viel meiner Aufmerksamkeit beanspruchen und denen ich natürlich auch viel Aufmerksamkeit schenken möchte, genau wie meiner Liebsten. Und deswegen stehle ich mich immer morgens früh um 5 aus dem Haus, wandere dann im Dunkeln mit Jacke, Mütze und Gepäck hier eine Stunde ungefähr zu meinem Lieblingsbaum. Mache dann hier so ein paar Qigong-Übungen, die wir auch in den praktischen Teilen uns mal anschauen werden, was man da machen kann. Und habe dann die innere und äußere Ruhe auch, um hier endlich mal dieses Thema weiterzugeben, was mir schon seit Monaten, wenn nicht noch länger, auf dem Herzen liegt, dass ich das mal vermitteln kann. Und da es immer noch so früh ist, weil ich auch immer früh zurückkehren möchte, steht die Sonne halt noch fast direkt über der Kamera. Und deswegen, wenn ich das so gucke, kann es sein, dass ich immer mal die Augen zu habe, ein bisschen blinzle oder im Gesicht halt aussehe, als ob ich eine Faust ballen würde. Mir geht's super, mir geht's gut. Und ich hoffe, ihr lasst euch davon auch nicht stören. Und ja, so mit diesem Vorwort und diesen entschuldigenden Worten können wir jetzt auch sofort einsteigen in Sondo, die perfekte Gesundheit. Und was ich damit meine, ist die Fusion der Lehren zweier sehr weiser Professoren, die ich kennenlernen durfte auf meinem Weg. Und das zeigt auch schon, es ist ein Thema, was auch an Universitäten gelehrt wird. Allerdings fristet es ein Nischendasein. Es ist kaum bekannt, obwohl die Möglichkeiten, die daraus entstehen, immens sind. Also da werden wir auch in den folgenden Terminen immer mal wieder darauf eingehen, welche praktischen Möglichkeiten hat es denn alles. Und ja, ich möchte auch voranstellen, es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Es gibt die eine Reaktion, wie bei mir, die Menschen, die damit in Verbindung kommen, die lieben das. Die sagen, das ist das Schönste und Wunderbarste, was ich jemals in meinem Leben hören durfte. Das ändert mein komplettes Weltbild und mich in meiner Denk- und in meinem Sein. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich dieses erfahren durfte, dass mir dieses mitgeteilt wurde. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Gegenwehr. Da gibt es richtig Hass und Aggression gegen diese Erkenntnis. Ja, das kann nicht sein und das darf nicht sein. Und ja, es kommt halt auch daran, weil wir in diesem Termin möchte ich euch alle Mittel an die Hand geben, wie wir gemeinsam und jeder für sich alleine die Antworten auf die drei grundlegendsten Fragen in unserem Leben finden können. Und zwar sind das die Fragen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Und natürlich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Da werden wir auch etwas näher darauf eingehen. Beim Sondo handelt es sich um einen Zugang zur menschlichen Psyche über den Körper. Und wir gehen, um das ganzheitlich zu beschreiben, immer wieder vom Individuum auf die ganze Gesellschaft, vom Kleinen aufs Große, vom Großen aufs Kleine und betrachten das von mehreren Seiten, um dort auch ein rundes Bild zu bekommen und ein besseres Verständnis von uns selbst und der Gesellschaft und wieso verhalten wir uns in welchen Situationen wie und wie sind wir gesellschaftlich geformt, geprägt und wie können wir diese, wenn es eine Deformierung sein sollte, vielleicht wieder umformen. Und dabei geht es sehr viel um die Energie, die unseren Gefühlen zugrunde liegt. Und diese Energie, die wird im fernöstlichen Qi genannt und die durchströmt den Körper. Deswegen gibt es ja auch, wenn wir körperliche oder auch seelische Einschränkungen haben, dann kann man im Fernosten in der ganzheitlichen Medizin zum Akupunkteur gehen
Und der Akupunkteur kann einen dann mit Hilfe von Nadeln und anderen Methoden, Moxa zum Beispiel, kann er den Energiefluss wieder in Gang bringen, was dann zum körperlichen Wohlbefinden führt und auch zum seelischen Wohlbefinden. Und auch Sigmund Freud und seine Schüler, die haben in der Psychoanalyse haben beobachtet, dass wenn Menschen seelische Blockaden gelöst haben, dann haben die auf einmal davon geredet, dass sie ein Gefühl haben, als ob sie irgendwas in ihnen fließt, als irgendwas strömt. Und fließen heißt im Fernen Osten Tau, der Fluss. Der griechische Buchstabe Tau hat ja auch diese Welle obendrauf. Das ist halt diese Fließbewegung. Und wir sind ja menschliche Wesen und wir sind durchströmt von einer Energie. Und auch unsere Mitmenschen sind ebenfalls durchströmt von einer Energie. Und wir beeinflussen uns gegenseitig. Wir haben verschiedene Energiefelder, die in Interaktion miteinander stehen. Das merken wir ja auch. Wenn wir manche Menschen treffen, dann sind wir mit dem auf einer Wellenlänge. Das heißt, wir funken dann in einer Frequenz und da strömen die Energien nur so hin und her. Und bei manchen Menschen, das halt scheint irgendwie eine Blockade zu sein. Da kommen wir nicht ran. Oder manche Menschen, die saugen uns unsere Energie aus, nachdem wir ein paar Stunden mit denen verbracht haben. Da sind wir total fertig. Dann gibt es wiederum andere Menschen, da sind wir in der Nähe, in deren Energiefeld. Und danach geht es uns super, danach haben wir immer gute Laune, danach sind wir voller Energie, voller Elan, voller Tatendrang. Und das sind halt die Flüsse unserer Energien, die sich hochschaukeln können, die sich runterschaukeln können. Und das macht nicht nur beim Menschen halt. Auch der Baum hat ein Energiefeld. Tiere haben ihre Energiefelder, also Pflanzen, die mit uns interagieren. Und sogar unser Planet, die Mutter Erde, hat ein Energiefeld. Und das Gute ist, wir werden in diesen Vortragsreihen, werden wir lernen, wie können wir uns mit unserem eigenen Energiefeld, mit uns selbst verbinden. Wie können wir uns mit der Erde verbinden? Wie können wir uns mit dem großen Ganzen verbinden? Da gibt es seit Jahrtausenden gibt's Praktiken. Und das ist ja das Schöne. Wir Deutschen haben ja auch in der ganzen Welt einen sehr guten Ruf, was unsere Ausbildung angeht. Da wird immer Theorie mit Praxis verbunden in den Berufsschulen und auch in den Berufsakademien. Und das gibt es dann halt für Maurer und für Gärtner und für Studenten gibt es das auch in diversen Wissenschaften. Und ich möchte hier den Brückenschlag machen, dass auch eine Geisteswissenschaft sowohl theoretisch hergeleitet und bewiesen wird und danach praktisch angewandt wird. Wie kann man diese ganzen Erkenntnisse für uns selbst nutzen, für die Erhöhung unseres eigenen Energieflusses und die Erhöhung unserer eigenen Ausstrahlung und für unsere eigene Gesundheit. Ja, und dafür möchte ich zuerst auch meine großen Meister vorstellen, die ich kennenlernen durfte. Das ist zum einen der Großmeister Quan Tai Jung. Der ist auch mehrere Jahrzehnte jetzt Professor gewesen hier an einer Universität. Und der hat seinen Zugang über eine Krankheit gefunden. Als er damals in seinen Doktorarbeitszeiten gewesen ist, hat er ganz dicke Brillen gehabt und war auch körperlich so nicht aufrecht gewesen, sagen wir jetzt mal so wohlwollend. Und er hatte das Glück, er hatte einen Vater, der ganzheitlicher Mediziner und Akupunkturist gewesen ist. Deswegen hatte er schon gewusst, da gibt es Methoden, wie ich mich jetzt heilen kann. Und seine Erfolge waren halt so exorbitant groß und er hatte dabei so schöne Erfahrungen gemacht, dass er sein komplettes Leben dieser Methode gewidmet hat und das auch seinen Studenten. Also der hat dann Vorträge, also seine Vorlesungen hießen fernöstliche Philosophie und dergleichen. Und dort hat er dann halt auch in die fernöstliche Medizin und Lebensweise eingeführt und das vermittelt und dann aber auch sein
Studenten angeboten, ich kann euch auch zeigen, wie wir das praktisch umsetzen können und wie ihr praktisch von dem Wissensschatz aus dem Fernen Osten profitieren könnt. Und ja, das ist so ähnlich wie auch mein Zugang zu diesem ganzen Themengebiet. Ich hatte eine Spontanheilung, was viele auch als Wunderheilung bezeichnen würden. Und inzwischen weiß ich aber, das ist kein Wunder und deswegen werden wir jetzt auch, bevor wir auf meinen eigenen Zugang kommen, sukzessive erstmal das theoretische Gerüst aufbauen, um das denn nachvollziehen zu können, was ist denn da überhaupt mit mir passiert. Und ich teile auch mit dem anderen Professor, Professor Dr. Bernd Senf, der Wirtschaftswissenschaftler ist, viele Gemeinsamkeiten, weil ich war auch in meinem ersten Studium BWLer, Banker, und dort wurden sowohl ihm als auch mir wurden da Theorien vermittelt, die uns beiden nicht so ganz rund vorkamen. Und da sind halt Fragen aufgekommen, die konnten nicht zufriedenstellend beantwortet werden, so weder von den Professoren noch von der Theorie noch von Büchern. Und ja, da gibt es dann eine Reaktion darauf von vielen, die sagen, na gut, ich verstehe jetzt nicht alles, was das hier bedeutet, aber ich kann es wiederholen und dann bekomme ich meine Eins und dann bekomme ich mein Diplom oder Bachelor, Master oder was ich jetzt auch immer dafür bekomme und dann ist gut, dann kann ich viel Geld verdienen und ein nützliches Mitglied meiner Gesellschaft sein. Und dann gibt es auch die anderen Leute, die versuchen das wirklich zu verstehen und auseinanderzunehmen und deswegen möchte ich jetzt mal kurz auf unsere Gesellschaft eingehen, die ja sehr von unserer Wirtschaftsform geprägt ist. Wir leben in einem neoklassischen, neoliberalen Wirtschaftssystem. Und dieses basiert auf drei Säulen. Das ist die Angebotstheorie, da geht es um die Unternehmen und was werden die produzieren, zu welchen Preisen. Und die Nachfragetheorie, da geht es dann halt, was werden die Verbraucher, die Haushalte nachfragen. Und die Markttheorie. Das heißt, haben wir ein Monopol, einen freien Markt oder ein Oligopol oder wie sind dort die Verhältnisse und welche Einflüsse hat das alles? Und zwischen Angebot und Nachfrage, da gibt es immer einen Schnittpunkt, ein harmonisches Gleichgewicht. Also wir kennen das alle, wenn ein Preis sehr hoch ist, dann fragen wir wenig nach. Wenn ein Preis sehr niedrig ist, dann fragen wir eine größere Menge nach. Der Unternehmer auf der anderen Seite, auf der Angebotsseite, sagt, wenn der Preis sehr hoch ist und damit angenommen auch die Gewinnspanne sehr hoch ist, möchte er viel produzieren. Wenn der Preis sehr niedrig ist, dann möchte er wenig produzieren, weil dann angenommen auch der Gewinn geringer ist. Und das alles trifft sich in einem goldenen Punkt, in einem Gleichgewicht. Und danach richten dann die Unternehmer ihre Produktion aus. Und die Nachfrager, die Haushalte sind lustigerweise in der Wirtschaftstheorie keine Menschen, sondern sogenannte Wirtschaftssubjekte, der Homo economicus. Und bei diesen Wirtschaftssubjekten wird davon ausgegangen, dass die stets rational entscheiden zu ihrer eigenen Nutzenmaximierung. Und ihnen liegen alle Informationen von allen Gütern, die auf dem Markt verfügbar sind. Und deswegen können die sagen, okay, mit dieser Kombination an Gütern habe ich für mich selbst den maximalen Nutzen mit meinem bisschen Geld, was ich zur Verfügung habe. Und deswegen werde ich mir genau diese Sachen kaufen. Und wenn wir jetzt gucken, dass da Millionen, Milliarden Menschen genauso rational entscheiden, weil die wissen ja alle genau Bescheid, was bei ihnen für Nutzenzuwachs kommt, über welche Produktkombination. Dann haben wir auf einmal die gesamte Nachfrage und die Unternehmen sehen die gesamte Nachfrage und werden deswegen genauso produzieren, dass sie dem Menschen oder eigentlich dem Wirtschaftssubjekt dienen und damit halt auch sehr viel Geld verdienen können. Und dadurch, dass immer genau die Bedürfnisse der Nachfrage befriedigt werden, ist der Kapitalismus, ist dieser Neoliberalismus, das beste Wirtschaftssystem, was jemals auf dieser Erde existiert hat und jemals existieren kann, bis in alle Ewigkeit. Amen. Also ich habe das jetzt mit Absicht so ironisch gesagt, weil wir haben jetzt schon gemerkt,
die Haushalte, die werden gar nicht als Menschen betrachtet, sondern als Wirtschaftssubjekte, die rein rational wie Roboter ständig logisch entscheiden. Und denen liegen auch noch völlig transparent alle Informationen aller verfügbaren auf den Märkten Güter vor, wie die zum eigenen Nutzen beitragen. Und das ist ja, weiß ja jeder, das ist irrealistisch. Wir wissen ja oft gar nicht über unsere eigenen Bedürfnisse Bescheid. Wie können wir denn unsere Bedürfnisse befriedigen, wenn wir noch nicht mal die Bedürfnisse kennen? Und da hatte ich das Glück. Ich durfte mal an der TU Berlin, da durfte ich mal eine Projektwerkstatt leiten und dort Studenten unterrichten und ja, anleiten in einem Projekt, bei dem wir herausgefunden haben, wie können denn wir Menschen und Unternehmen nach unseren eigenen Werten und Maßstäben entscheiden. Also ein Entscheidungsmanagement ja, haben wir dort unterrichtet, nach gemeinwohlorientierten Prinzipien. Und ein sehr, sehr essentieller Punkt in der ganzen Geschichte war, was sind überhaupt unsere Bedürfnisse? Und da haben viele vielleicht schon mal von der Bedürfnispyramide von Maslow gehört. Da gibt es dann unten die Grundbedürfnisse und dann kommen schon etwas die Luxusbedürfnisse und ganz oben sind dann die spirituellen Bedürfnisse. Das war für uns nicht ganz passend. Wir haben uns mehr an Alfred Max Neef gehalten. Der klingt auch ziemlich deutsch, ist aber in die Geschichte eingegangen als chilenischer Wirtschaftswissenschaftler. Und der hat die menschlichen Bedürfnisse in 9 gleichrangig zueinander wertige Bedürfnisse eingeteilt. Sei es jetzt Bildung, Ernährung, Liebe, Kunst, körperliche Fitness und sowas. Und mit meinen Studenten konnten wir denn diese einzelnen Bedürfnisse hinterfragen. Also, wie erfüllt ist mein Leben in der Liebe? Wie erfüllt ist mein Leben in der Bildung? Wie erfüllt ist sind meine materiellen Bedürfnisse? Und das alles haben wir dann zusammen in ein Excel-Programm gepackt und programmiert. Also jeder Student hat dann einen Wert programmiert und das kann helfen, sich selbst zu hinterfragen. Und ich werde dann auch in die Videobeschreibung einen Link machen für diejenigen, die sagen, ah, ich möchte mal gucken und mich ein bisschen strukturiert, möchte ich selbst herausfinden, bei welchen Bedürfnissen bin ich denn schon fast oder bin ich denn voll zufrieden und bei welchen Bedürfnissen, an die habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht. Vielleicht habe ich ja noch nie singen gelernt, noch nie zeichnen gelernt und vielleicht ist mein ja, noch nie was geschrieben, obwohl ich das schon immer mal machen wollte und ich bin da irgendwie bei null. Und dann sehe ich, ah, vielleicht, wenn ich hier ein bisschen Zeit und Energie investiere in den einen Punkt, dann kann ich da von 0 auf 50% kommen bei diesem einen Bedürfnis und kann da zu meinem ganzheitlichen Wohlbefinden viel besser beitragen, als wenn ich jetzt da bei materiellen Bedürfnissen, wenn ich da schon alles, wenn ich da schon bei 80, 90% bin, wie soll ich denn da noch mehr, da ist mein Gewinnzuwachs gar nicht mehr so groß. Und ja, also ich biete das jedem an, ist natürlich eine Spielerei, aber das ist schon mal für das eigene Bewusstsein, kann es sehr hilfreich sein. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, weil ich hatte ja da auch ein Semester Zeit mit den Studenten, mich damit näher zu beschaffen. Und das zeigt schon mal, dass zum einen die Bedürfnisse von Menschen nicht ganz dem Wirtschaftssubjekt transparent sind. Und ich möchte auch schon vorab noch eine kleine Anekdote erzählen, und zwar von einem Neffen Sigmund Freuds, das ist Edward Bernays. Und zwar hat dieser Edward Bernays in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1920 folgend, hat er einen Auftrag bekommen von einem Schinken- und Speckproduzenten. Er hat gesagt, ich möchte der größte Schinkenproduzent der Welt werden. Dann hat Edward Bernays gesagt, ja warte mal, du willst jetzt ja nicht unbedingt deine ganzen Wettbewerber ausstechen und sowas, sondern du willst doch einfach nur viel mehr Geld verdienen. Gut, das schaffen wir doch am einfachsten, wenn viel mehr Speck und Schinken gegessen wird. Wie machen wir das? Na, wir geben eine Studie in Auftrag, bei der herauskommen soll, dass Speck und Schinken gut ist für das Wachstum, für den Knochenaufbau, für die Gesundheit und fürs allgemeine Wohlbefinden. Und ja, denn zufälligerweise ist auch
natürlich genau das rausgekommen, was sie bezahlt haben. Und dann hatten sie eine wissenschaftliche Studie und die haben sie dann an 4000 Ärzte und Kinderärzte verteilt. Und die haben dann allen ihren Patienten, wenn die ein bisschen schwach auf der Brust waren und ja, und ein bisschen wachstumsverzögert gewesen sind, haben sie gesagt, ja, gib dem viel Speck, gib dem viel Schinken, dann wird er gesund und kräftig und groß und stark. Und dann haben sie natürlich noch Fotos gemacht, so von Frank Sinatra und anderen Prominenten, wie er dann sein Ham und Eggs, sein Schinken und Ei zum Frühstück gegessen hat. Und seht, wie gesund sich Frank Sinatra ernährt. Und also wenn wir jetzt nachdenken, logisch, und uns fragen, sag mal, kann denn das sein, dass jeden Tag Speck zu essen oder Schinken, dass es förderlich für unsere Gesundheit ist? Da kommen wir auf jeden Fall schon mal ins Zweifeln. Aber Edward Bernays sagt, das tut überhaupt nichts zur Sache. Sobald dir 4000 Ärzte und Kinderärzte sagen, dass Speck und Schinken gesund sind für dein Wachstum und für dein Wohlbefinden, dann wirst sowohl du Schinken essen, als es auch deinen Kindern zum Frühstück verabreichen. Und ja, das ist halt die Sache, dass wir da halt auch nicht die volle Transparenz haben als Wirtschaftssubjekte, um unsere rationale Entscheidung zu treffen. Und das soll auch nochmal zeigen, also was manche Leute von außen sagen, was jetzt gesund für uns sein soll, auch was ich jetzt hier sage, das soll bitte komplett geprüft werden. Macht es für uns, hat es irgendeinen Sinn? Fühlt sich das gut an? Kann das stimmen? Oder liegen da andere monetäre Interessen im größten Teil dahinter? Oder ja, bitte hinterfragt alle Sachen, bloß weil manche Ärzte sagen und es eine Studie gibt, die sagt, dass irgendwas gut ist. Kann es sein, dass es eine Auftragsstudie ist, weil andere Interessen dahinter stehen, die jetzt nicht unbedingt eurer Gesundheit förderlich sind oder unserer Gesundheit förderlich sind? Und dieses Ganze wollte ich nur noch mal zeigen, weil das ist eine wichtige Säule des Neoliberalismus, ist diese ganze Nachfragetheorie. Und diese Nachfragetheorie geht halt von Robotern aus, welche wir nicht sind. Und deswegen ist dieses ganze Gebäude marode. Allerdings können die Wirtschaftswissenschaftler zu jedem einzelnen Produkt sagen, okay, wenn du jetzt mehr und mehr davon hast, dann nimmt dein Nutzen mit jedem Produkt ab und dann kann man eine schöne Kurvendiskussion machen und dann kann man verschiedene Kurven miteinander vergleichen und alles schön mathematisieren und dann sieht das nach einer super wissenschaftlichen Erkenntnis aus und nach einem, es stimmt ja auch alles, der innere Zusammenhang. Und das ist ja auch in sich logisch und schlüssig und auch nachvollziehbar. Allerdings der Bezug zur Wirklichkeit ist nicht vorhanden, weil der von Robotern ausgeht und nicht von Menschen, unser Wirtschaftssystem. Und in der Psychiatrie, wenn wir von einem in sich geschlossenen Weltbild reden, was aber nichts mit der Realität zu tun haben, dann reden wir dabei von Wahn. Also es ist ein Wahnsystem, nicht ein Warensystem, sondern es kommt von Wahnsinn. Und das heißt, dass dieses wirtschaftliche System, was unsere Gesellschaft so sehr prägt, hat die geistige Stabilität eines Wahnsinnigen. Und das ist jetzt, und wenn ein Wahnsinniger halt Rückwirkung auf andere Menschen hat und auf andere Sachen hat, unseren Planeten hat, dann sind das destruktive Sachen in vielen Teilen. Also ich möchte jetzt hier keinen Wahnsinnigen vorspielen. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass da sehr destruktive Ergebnisse bei rauskommen können, wenn ein Wahnsinniger dann wirklich sein Gedankengebilde versucht, in die Tat umzusetzen. Und genauso destruktiv ist auch unser Wahnsinnssystem der Kapitalismus. Das kann man sehr gut erkennen, zum Beispiel am Artensterben. Je weniger eine Art es gibt, desto geringer ist das Angebot und desto höher ist dann auch der Preis. Und das heißt, es wird sich auch immer jemand finden, der den letzten oder die letzte einer Art erlegen wird, weil er damit am meisten Geld verdienen kann, im Vergleich zu denen davor, wo es noch ganz viele Tiere gewesen sind. Und ich meine, in einer geistig gesunden Gesellschaft würden diese letzten Tiere nicht erlegt werden. Und also von anderen äußeren destruktiven Ausflüssen wie Kriegen und sowas braucht man hier an dieser Stelle gar nicht reden. Es gibt ja auch diese inneren destruktiven
Auswirkungen. Und zwar möchten wir ja alle nützliche Mitglieder unserer Gesellschaft sein und anerkannt werden von unseren Eltern, von anderen Autoritäten, von unseren Freunden. Und deswegen entwickeln wir uns dorthin, wo wir denken, dass wir dort am meisten auf Resonanz stoßen werden. Das ist natürlich, wenn wir in einem kranken System uns dorthin entwickeln, dann entwickeln wir auch gleichzeitig, dass wir nicht unseren gesunden Trieben folgen. Und das führt dann zu einer Art inneren Zerstörung und Anpassung. Und je erfolgreicher manche Menschen sind, also das ist, nichts ist davon absolut zu verstehen, bitte. Aber viele Menschen, die es ganz nach oben geschafft haben, die haben sich das nur dadurch geschafft, dass sie sich sehr weit von sich selbst entfernt haben und dann endlich sagen können: Mama, Papa, guckt mal, wie toll ich geworden bin, was aus mir, wie erfolgreich ich bin. Und dann natürlich alles in der Hoffnung, dass sie die Liebe bekommen, die sie damals als Kind, die abgeblockt wurde. Es gibt aber auch im Kapitalismus Möglichkeiten und Wege, wie wir wirtschaften können, ohne dabei uns selbst und unsere Umgebung zu zerstören. Das ist zum einen die ehrenamtliche Arbeit und zum anderen sind es Genossenschaften. Also stellt euch doch einfach mal vor, wenn alle Unternehmen im Silicon Valley, wenn es jetzt keine profitgetriebenen kapitalistischen Unternehmen wären, sondern Genossenschaften, wo jetzt alle Mitglieder, zum Beispiel von Facebook, wenn die alle mitbestimmen konnten, was mit ihren Daten geschieht und was damit gemacht wird, oder bei diesen Taxi-Apps, was es da gibt, wenn da alle Taxifahrer auf einmal auch mit Eigentümer des Unternehmens wären und über ihre Daten bestimmen könnten und über die Bezahlung und sowas und die ganzen Mitfahrer auch, dann würden wir zu ganz anderen Ergebnissen kommen als durch diese kapitalistischen Antriebe. Aber wir werden jetzt gar nicht weiter auf den Kapitalismus eingehen. Das war nur ein Blick, den der Professor Senf in erster Linie gehabt hat. Er hat gesagt, diese Wirtschaftssubjekt genannten Haushalte, das stimmt vorn und hinten nicht. Jetzt ganz abgesehen davon, dass der Kapitalismus auch immer dazu strebt, dass jedes Unternehmen immer ständig wachsen möchte und wachsen und in seinem Bereich dann zwangsläufig irgendwann zur Monopolisierung führt und dann überhaupt kein freier Markt mehr möglich ist, hat sich der Professor Senf auf die Haushaltstheorie und auf die Menschen gestürzt und hat versucht, die Menschen zu verstehen und ist dann in die Psychologie eingestiegen und ist dann auf den Herrn Sigmund Freud auch logischerweise gestoßen, denn der hat um die vorletzte Jahrhundertwende, also um 1900 rum, hat er bahnbrechende und eminent wichtige Entdeckungen gemacht. Zum einen hat er die Psychoanalyse mitbegründet und er hat auch das Prinzip der Verdrängung erkannt und erklärt. Und zwar geht es in dieser Theorie der Verdrängung, geht er davon aus, dass wir eine innere Energie haben, die unseren Gefühlen zugrunde liegt. Also das ist die Energie der Liebe. Er hat die Libido genannt. Und wenn wir jetzt von außen, sagen wir mal, das ist jetzt die Libido, wenn wir von außen erregt werden, angeregt werden, möchte unsere Liebesenergie fließen, irgendwohin. Allerdings gibt es bei uns gesellschaftliche Hindernisse. Tu dies nicht, tu das nicht, mach das nicht, benimm dich nicht wie ein Schwein. Ich ziehe dir die Hammelbeine lang. Da kann ja jeder von uns selbst mal überlegen, welche Arten von Blockierung er selbst in seiner frühesten Kindheit öfter mal zu hören und zu fühlen bekommen hat. Weil es wurde ja auch, je weiter man zurückgeht in der Geschichte, auch immer mehr mit physischer Gewalt, nicht nur psychischer Gewalt umgesetzt. Und um diesen äußeren Einflüssen zu entgehen und dieser Repression entgegenzuwirken und halt, weil wir möchten ja von unseren Eltern geliebt werden, zweigen wir ein Stück von unserer Libido ab. Die Selbstbeherrschung, die wirkt dann unserem Trieb entgegen, unserer Selbstentfaltung. Und dadurch, dass wir uns selbst beherrschen, bekommen wir dann keine Probleme mit unseren autoritären Personen, die wir so lieben und in dessen
Gunst wir aufsteigen wollen. Allerdings hat es halt zur Folge, dass wir sowohl in unserer Liebesenergie verkleinert werden, weil wir benutzen ja genau diese Energie, um uns selbst zu zügeln. Und zum anderen führt es zu einem Staudruck. Und dieser Staudruck, der sammelt sich auf wie in einem Staudamm. Und wenn man uns jetzt vorstellen, da kommt immer mehr Wasser, oder das nicht fließen kann, dann führt das irgendwann plötzlich zu einem Ausbrechen dieser Energie und zu einer Entladung und oft in Form von Gewalt. Und das heißt, wir vermindern unsere eigene Liebesenergie und wir lassen in uns ein Gewaltpotenzial entstehen und wachsen. Und weil wir diese Energie nicht fließen lassen können, suchen wir uns andere Flüsse. Also anstatt der Primärbedürfnisse suchen wir uns sekundäre Möglichkeiten des Ausflusses der Energie. Und das Problem bei der Sache ist, dass auch wenn jetzt hier die einschränkende Ursache weg ist, zum Beispiel wir wohnen gar nicht mehr im Elternhaus, haben gar keinen Unterricht mehr bei diesem Lehrer, der uns immer wieder gerügt hat, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Und das Problem ist, unsere Abzweigung, unsere Selbstbeherrschung ist ein eintrainierter Prozess. Das ist nicht eine Staumauer, die wir einmal aufgebaut haben, sondern der Herr Senf spricht da mehr von Stellungskrieg. Also wir brauchen unser ganzes Leben lang diese Energie, um unsere Selbstbeherrschung aufrechtzuerhalten. Das ist halt unsere freie Entfaltung, kämpft dort gegen die Selbstbeherrschung. Und das ist halt, es ist ja auch nicht nur eine Sache. Wenn wir einmal unsere Liebe beherrscht haben und unseren Trieb beherrscht haben, ist wahrscheinlich das sauberere Wort, dann kommen ja andere Regungen und Erregungen und andere Gebote und Verbote und Normen und Sitten. Ist ja nicht allein der Kapitalismus, der uns gewisse Handelsanweisungen gibt. Es gibt ja auch ganz andere Institutionen, also wie zum Beispiel das Elternhaus und Schule und auch die religiöse Gemeinschaft oder die Dorfgemeinschaft oder die Stadtgemeinschaft, in der man angesehen sein möchte. Und das heißt, man hat nicht nur eine Schicht, was dann unser eigener Schutzpanzer auch genannt wird, gegen diese äußere negative Einwirkung, sondern wir haben jede Menge Schichten auf uns rübergelegt, auf die Entfaltung unserer Energie, wo jede einzelne Schicht wieder Liebesenergie abzweigt und wo wir dann halt nur noch eine kümmerliche Liebesenergie haben, die kaum sich noch entfalten kann, außer was halt gesellschaftlich von allen Richtungen akzeptiert ist, plus dieses große Gewaltpotenzial. Und entscheidend ist auch, dass wir, wenn wir erwachsen sind, der erwachsene Mensch, der kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie habe ich denn jetzt die Schicht 1 aufgebaut? Was war denn der Grund für die zweite Schicht, die dritte Schicht, für diese Schicht? Das ist alles aus dem Bewusstsein entschwunden. Aber unbewusst, unterbewusst ist es noch im Menschen vorhanden. Und wenn wir jetzt in eine Krisensituation kommen, die führt dann dazu, oder kann dazu führen, dass unsere ganze aufgestaute Liebesenergie, die immer mal so ein bisschen tropfenweise irgendwo rauskleckern durfte, auf einmal sich gewaltsam entlädt. Und wenn es jetzt nicht nur auf uns persönlich bezogen ist, sondern auf die gesamte Gesellschaft, auf jetzt hunderte Millionen von Menschen, wenn die in eine gesellschaftliche Krise kommen, sei es jetzt durch Hunger oder irgendwelche äußeren Einflüsse, dann heißt das, dann kann sich gleichzeitig das Gewaltpotenzial bei ganz vielen Menschen, da reicht es dann schon, wenn bei einem das ausbricht, der ist dann wieder so eine Art Autoritätsfigur und sowas, wo andere hingucken und sagen, ah, wenn der das so macht und machen wir das auch und dann haben wir auf einmal ja, das Riesengewaltpotenzial auf einmal realisiert. Und diese Verdrängung, um die wieder wettzumachen,
müssen wir oder können wir jede einzelne Schicht sukzessive wieder abbauen. Und das merken wir meistens, wenn es zu spät ist, wenn wir in irgendeiner Situation uns so entladen haben, unsere Energie, wie wir nicht wollten, wo uns auf einmal, wo wir selbst hoffentlich auch von uns erschreckt sind und wo wir nicht wissen, wieso habe ich jetzt so gehandelt? Und wenn ich denn zur Einsicht komme und mal in mich hineinschaue und erkenne, ach, das habe ich ja vielleicht gemacht, weil ich damals, haben sie mich nie etwas machen lassen. Und davor habe ich mich geschützt. Und, ah, na, das ist ja super. Aber die Menschen, die mich das nicht haben machen lassen, die gibt es ja gar nicht mehr. Ich möchte denen ja gar nicht mehr gefallen. Ich bin ja, ah, so, ich kann mich ja selbst davon befreien. Und denn, wenn ich die erste Schutzschicht weg habe, dann sehe ich, vielleicht, da ist eine zweite Schutzschicht und dritte Schutzschicht. Und ich komme dann immer tiefer zu mir selbst. Und das Schöne bei der Sache ist, weil viele von uns, wie auch ich fasse mir da selbst an die eigene Nase, ich habe ja immer gesagt, mir geht's gut, mir geht's super, ich habe Freunde, ich habe viel Spaß, ich erlebe was und ich bin erfolgreich. Und ja, ich brauche keine Psychoanalyse und kein Psychiater, der mir da irgendwie hilft. Aber durch meine körperliche Verletzung habe ich dann angefangen mit Yoga und mit diesen Lockerungsübungen und mit Meditation und konnte dann durch Lösen körperlicher Blockaden auch auf einmal seelische Blockaden lösen. Und habe das bewusst dann auch mitbekommen, wie der Ballast von mir gefallen ist, wie Sachen wieder strömen konnten. Und das ist wirklich ein Geschenk. Also, und das ist so wunderschön. Das möchte ich auf jeden Fall, deswegen, das ist der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Und Sigmund Freud, der diese tolle Erkenntnis gehabt hat, um die Jahrhundertwende 19. Jahrhundert rum, der hat auf einmal ein Riesenproblem gehabt. Das, was ich auch gesagt habe, es ist sehr kontrovers. Die einen sagen, ah, ich kann mich damit befreien. Aber die Gesellschaft hat auch gesagt, was? Wir sind doch keine verstümmelten Menschen, die deformiert sind von ihren Eltern und unserer Gesellschaft. Wir hauen doch unsere Kinder nicht und wir sind doch gar nicht gewalttätig und wie kannst du sowas behaupten? Und der Sigmund Freud, der wurde da richtig, also der hat da richtig Probleme bekommen durch seine Erkenntnis, weil es gesellschaftlich, es hat ja quasi auch der höheren Gesellschaft gesagt, ihr misshandelt eure Kinder und ihr selbst seid misshandelte Menschen und habt deswegen gewisse Charaktere. Und das wollten die natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann gab es halt von allen Ecken richtig, richtig Gegenwind für den Sigmund Freud. Das ist auch erkenntlich aus seinen Briefwechseln mit Wilhelm Fließ, wo er mit sich gerungen hat und gesagt, wie erkläre ich der Gesellschaft, dass eigentlich die ganze Welt ist mein Patient, hat der Sigmund Freud ja gesagt. Weil alle sind ja in diesem autoritären System, wo sie in der Entfaltung ihrer eigenen Liebesfähigkeit, in dem freien Fluss ihrer Libido, des Ki, blockiert wurden. Und deswegen halt in anderen ihre Charakterpanzer darüber gelegt haben. Aber die Gesellschaft akzeptiert es nicht. Und er hat dann Angst gehabt, um sich selbst als Person, der sowas verbreitet, und auch um seine also nicht wahnsinnig, an dieser Stelle ist es falsch, das Wort, noch um seine wunderbare Entdeckung der Psychoanalyse, womit er so vielen Menschen auch wirklich helfen konnte. Er hatte Angst, dass wenn er jetzt gesellschaftlich umgebracht wird, dadurch, dass er jetzt beharrt auf seiner Erkenntnis, dann kann es passieren, dass auch die Psychoanalyse, die so vielen Menschen hilft, die er begründet hat, dass die mit ihm auch untergeht. Und
Deswegen ist er dann zu dem Entschluss gekommen, dass er das, seine Erkenntnis umdefiniert. Und er hat dann zu der Libido, hat er auch noch einen natürlichen Konterpart, den Selbstzerstörungstrieb, den inneren, postuliert. Und den hat er dann Destrudo genannt. Und dadurch sagt er, okay, der Mensch ist von Natur aus schlecht. Vorher hat er die Erkenntnis gehabt, der Mensch möchte von Natur aus nur seine Liebe fließen lassen. Jetzt hat er, sagt er auf einmal, der Mensch ist von Natur aus schlecht, hat einen Selbstzerstörungstrieb. Und diesen Selbstzerstörungstrieb müssen wir mit Normen, Regeln, autoritär klein halten, dass er in eine gesellschaftlich anerkannte Form gepresst wird und ein nützliches Mitglied unserer Gesellschaft wird und erfolgreich wird. Und damit wurde er dann auf einmal bejubelt. Ja, und dadurch, dass Sigmund Freud seine Erkenntnisse verschleiert hat, um die der Gesellschaft beizubringen, ist er einer der berühmtesten Menschen des vergangenen Jahrhunderts geworden. Allerdings sind daraus auch viele unterdrückende Erziehungsmethoden entstanden, an denen die Menschheit halt auch noch heute weiter leidet, anstatt dass sie schon näher an die eigene Heilung gegangen ist. Allerdings haben jetzt immer mehr Menschen das Glück, auf andere Menschen zu stoßen, die sich schon selbst geheilt haben und eigene innere Blockaden abgebaut haben und sich dadurch befreien konnten und sich selbst näher gekommen sind und das auch gerne an andere Menschen weiterkommen. Dass es auch schon eine Art Bewegung ist und es fühlen sich auch immer mehr Menschen hingezogen zu fernöstlichen Praktiken wie jetzt Yoga und Qigong. Allerdings noch ohne dieses theoretische Hintergrundwissen, was denn mit den richtigen Übungen, was für Blockaden, wo, in welcher Stelle des Körpers aufgelöst werden können und was hat es denn ja, alles mit der inneren Energie zu tun? Und ja, darauf werden wir in den folgenden Terminen sukzessive eingehen. Was sind meine Möglichkeiten? Wie finde ich heraus, wer bin ich? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? So. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr seid auch gespannt darauf, wie der Weg zur inneren Befreiung und zur perfekten Gesundheit weitergeht. Und wenn ihr noch Menschen kennt, von denen ihr denkt, oh, das könnte die aber auch interessieren und das könnte ihnen auch weiterhelfen, empfehlt mich bitte weiter. Ihr könnt mir auch gerne einen hohen Daumen da lassen und konstruktive Kritik ist natürlich auch immer willkommen und Abos. Und ihr wisst ja, ein kleiner Klick für euch, ein großer Klick für die Menschheit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss, viel Spaß, euer Anton.